Herzlich willkommen zur Präsentation der Bildungsgänge Duale Ausbildungsvorbereitung und zweijährige Berufsfachschule an der Ludwig-Erhard-Schule. Wie aus dieser Titelseite schon ersichtlich ist, kann man diese Bildungsgänge auf mehrere Arten erfolgreich abschließen. Was sind die Voraussetzungen für den Eintritt in einen der beiden Bildungsgänge? Die allgemeine Schulpflicht sollte erfüllt sein. Das bedeutet in Deutschland, dass man mindestens 5 Jahre die Sekundarstufe 1 einer allgemeinbildenden Schule besucht haben muss. Eine allgemeinbildende Schule ist zum Beispiel eine Hauptschule, eine Realschule oder ein Gymnasium bzw. eine Gemeinschaftsschule. Außerdem sollte man nicht zu alt sein. Für diese beiden Bildungsgänge liegt die Altersgrenze bei 20 Jahren. Wer älter ist, kann nur in ganz besonderen Ausnahmefällen aufgenommen werden. Für die zweijährige Berufsfachschule gilt außerdem die Voraussetzung, dass ein Hauptschulabschluss vorhanden sein muss. Eine Vorgabe für den Notenschnitt gibt es nicht. Es sollte allerdings ein qualifizierter Hauptschulabschluss sein, das heißt Englisch sollte unterrichtet und auch im Zeugnis als Note ausgewiesen worden sein. Welches Ziel die Schüler dieser beiden Bildungsgänge haben können, hängt zum einen davon ab, ob sie bei Schuleintritt bereits einen Hauptschulabschluss haben und zum anderen, was ihr persönliches Ziel ist. Wer ohne einen Hauptschulabschluss zu uns kommt, wird im AV Dual eingeschult und kann am Ende des ersten Schuljahres einen Hauptschulabschluss erwerben. Das eigentliche Ziel des Bildungsgangs AV Dual ist aber, wie der Name schon sagt, die Schüler auf eine Berufsausbildung vorzubereiten und ihnen zu helfen, auch tatsächlich eine zu finden. Alternativ ist mit erworbenem Hauptschulabschluss im darauffolgenden Schuljahr der Besuch der zweijährigen Berufsfachschule möglich, die im Idealfall nach 2 weiteren Jahren mit einem mittleren Bildungsabschluss beendet wird. Wer mit einem Hauptschulabschluss zu uns kommt, hat ebenfalls die Möglichkeit, das AV Dual zu besuchen. Hier kann der bereits vorhandene Hauptschulabschluss am Ende des ersten Schuljahres verbessert und anschließend eine Berufsausbildung begonnen werden. Die meisten Schüler mit Hauptschulabschluss treten aber in die zweijährige Berufsfachschule ein, um hier nach 2 Jahren einen mittleren Bildungsabschluss zu erreichen. Warum fassen wir in dieser Präsentation eigentlich 2 unterschiedliche Bildungsgänge zusammen? Weil wir an der Ludwig-Erhard-Schule das erste Jahr der zweijährigen Berufsfachschule in die duale Ausbildungsvorbereitung integrieren. Dies gibt uns die Möglichkeit, Vorteile, die Schüler eigentlich nur im AV Dual haben, auch Schülern der Berufsfachschule zugutekommen zu lassen. Diese Vorteile sind zum Beispiel selbstbestimmtes Lernen, individuelle Lernberatung oder Praktika während der Schulzeit. Welche Fächer werden unterrichtet? Die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und berufliche Kompetenz sind Kernfächer des AV Dual. In der zweijährigen Berufsfachschule wird die berufliche Kompetenz in 2 Fächer unterteilt, die kaufmännische Betriebswirtschaftslehre und Textverarbeitung. Ergänzt werden diese Prüfungsfächer durch Nebenfächer, wie zum Beispiel Gemeinschaftskunde, Biologie, Religion, Sport oder Computeranwendungen. Der Unterricht erfolgt zum Teil in der bekannten Form des Klassenunterrichts. Eine Besonderheit im AV Dual ist aber der insgesamt 5-stündige selbstbestimmte Unterricht, auch offene Lernzeit genannt, in der der Schüler selbst entscheidet, in welchem Fach er auf welchem Schwierigkeitsgrad vorgegebene Aufgaben bewältigt. Eine weitere Besonderheit im AV Dual sind die Praktika. Sie umfassen insgesamt 4 Wochen und finden während der Schulzeit statt und nicht wie in den meisten anderen Bildungsgängen in den Ferien. Bei der Suche nach Praktikumsplätzen hilft ein städtischer Angestellter. Die Prüfungen im AV Dual bestehen aus schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik, Englisch und einer schriftlichen Prüfung in berufsbezogener Kompetenz, bei der sich allerdings noch eine praktische Prüfung anschließt. Außerdem wird ein weiteres Fach noch mündlich geprüft. Das kann dann aber auch in einem Nebenfach geschehen. Auch in der Berufsfachschule sind am Ende des 2. Jahres die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch schriftliche Prüfungsfächer. Hinzu kommt hier noch jeweils eine Prüfung in der berufsfachlichen Kompetenz und im Fach Textverarbeitung. Auch hier wird in mindestens einem Fach mündlich geprüft. Am Schluss möchte ich nochmals die Besonderheiten dieser Bildungsgänge erwähnen. Selbstbestimmtes Lernen in offenen Lernzeiten. Betreuung durch einen Fachlehrer als individuellen Lernberater, der berät und unterstützt. Jeder Schüler hat sein eigenes Schrankfach, weshalb Unterrichtsmaterialien nicht mehr zu Hause vergessen werden können. Hausaufgaben gibt es nur im Ausnahmefall. Übungen und Lernen
erfolgen ja bereits in der Schule. Nicht zuletzt möchte ich nochmals die Möglichkeit zur beruflichen Orientierung im Rahmen der Praktika nennen, für die der Schüler nicht seine Ferien opfern muss. Sollten Sie jetzt noch Fragen haben, stehen Ihnen mehrere Lehrer online zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie sich auch nach diesem Infotag jederzeit an den Fachbereichsleiter des AV Duals bzw. der zweijährigen Berufsfachschule, Herrn Wessel, wenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.